Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen, aber feinen Kanal Klemmbausteinspaß. Ein herzlich willkommen auch allen neuen Abonnenten. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Freut mich sehr. Bleibt dran. Ich habe euch heute mal wieder ein neues, selbstgebautes Gebäude mitgebracht. Und zwar dieses wunderschöne Teil. Und zwar habe ich einen Diner gebaut. Wie ihr schön sehen könnt, mit Innenbereich und Außenbereich. Und das stelle ich euch jetzt mal ein bisschen vor, denke ich mal. So, also, gebaut wie gehabt, in Milzform, wie ihr schön sehen könnt. Grundlage für dieses Set war ein Lego Friends Set, und zwar das Lego Friends Diner mit der Nummer 41728. Bei Lego erhältlich für 30 Euro im Handel, kriegt man gute Rabatte dafür. Und zwar hatten wir das Set für unseren kleinen Sohn gekauft, damit der was zum Bauen hatte, weil es lässt sich leicht bauen und ist eigentlich nur ein Viertelgebäude, also eigentlich nur dieser kleine Abschnitt hier und hinten bespielbar, wie sich das für Kindersets so gehört. Das war die Grundlage und daraus habe ich mir überlegt, baue ich mir ein eigenes Diner. Ehrlicherweise übrig geblieben von dem Diner ist nur das Schild und das Sandwich hier oben. Ansonsten habe ich mir alles selbst zusammengebaut. Wie ihr schön sehen könnt, schön mit Fassade. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, um euch das zu präsentieren. Hier mit Rundteile, hier sind Macaronis drüber in Dark Orange und drunter. Das ist absolut so gewollt. Ich wollte ein bisschen Farbabhebung haben. Hier an der Seite sieht man schön, ich habe viel gearbeitet mit Mauersteine in Tan und Dark Tan. Das ist ebenso auf der anderen Seite. Und die Rückseite hat dieses, ich glaube Azurblau heißt das, die bekommen. Das hat einen einfachen Bewandtnis, den ich euch nachher zeigen würde. Ja, dann habe ich hier vor den großen Fenstern solche, wie soll man das sagen, das sind so Zäune. Also als Deko-Artikel sieht das richtig gut aus. Das ist so ein Guss, der viel bei Friends und Disney wohl vorkommt. Den habe ich benutzt und habe da eine kleine Pflanzenwelt reingestellt. Ich glaube, das sieht man jetzt gar nicht so gut. Vielleicht von der Seite ein bisschen Pflanzen vor die Fenster gestellt. Durch die Minifiguren davor sieht man es gar nicht so gut. Mal gucken, wenn ich den Busch wegnehme, ob ihr da was sehen könnt. Wie ihr schon sehen könnt, wird es einen Platz im Zoo finden. Deshalb auch wieder der Dark Orange Weg hier in der bekannten Größe. Und hier ist auch schon eine Zoo-Angestellte mit Schubkarre unterwegs. Ja, gehen wir erstmal noch ein bisschen auf den Außenbereich ein, würde ich sagen. Hier oben habe ich so einmal Dryer, einmal Dreier in Sand Green Schrägsteine verbaut, um das Ganze ein bisschen Design zu geben. Ist mir gut gelungen, wie ich finde. Ebenso habe ich hier oben fürs Dach eine Verkleidung benutzt, und zwar diese Bricks, diese T-Bricks mit oben Jumperplatten noch drauf in Weiß. Die sind einmal hier vorne ringsrum und hier hinten die normalen Bricks. Abgeschlossen oben drauf mit Dark Orange Fliesen. Um das Diner oben drum ist nochmal Macaroni in Weiß. So geht das wunderbar um dieses wunderbare Werbe-Sandwich drumherum. Noch weiter zum Außenbereich. Hier habe ich Backing gestellt, wie ihr sehen könnt. Und so die Tische habe ich gemacht. Die sind mit einer 2x2er Rundplate in Schwarz und darüber jeweils eine 1x4er Plate und eine 1x4er Fliese in Braun. Und als Tischfuß habe ich einfach diese wunderbaren Tonnen benutzt. Die habe ich ganz viel und habe die einfach gebaut, runtergesetzt. Hält wunderbar. Davon habe ich, wie ihr sehen könnt, drei Stück.
Die Bänke in ganz normal, wie ihr überall sicher selbst schon gebaut habt. Alles ebenfalls in 1x4er Größe gehalten. Drunter habe ich 1x1er Round Plates drin in grün, grau und leichten dunkel, ab und zu auch mal dunkelgrau, weil ich ein bisschen wollte, dass sich das ein bisschen abhebt und auch ein bisschen nach was aussieht. Nur grau zu nehmen, war mir dann doch ein bisschen zu eintönig und zu langweilig und deswegen habe ich zwischen den drei Farben hin und her geswitcht. Ja, sieht, glaube ich, recht gut aus. Machen wir mal den Tisch wieder zusammen. Nicht wundern, hier ist schon mal ein 1x6er dunkelgrauer Brick dran. Das hat den Grund, dass sich hier, weil es gerne im Zugang geht, sich dann eine andere Platte quasi anschließt, eine Milzplatte, wo hier Pflanzen drauf sind und das ist der Abschluss dazu. Dann habe ich hier noch eine wunderbare Lampe gebaut. In Schwarz. Die gab es in der Legoland-Fabrik, wie ihr wisst, und sind auch im Übrigen im Bricklink-Set 91002 verbaut, im Bahnhof. Und zwar da als Zierde, Mast, Pfosten, um den Vorbau vom Bahnhofsdach, die Terrasse vom Bahnhofsdach zu halten. Da sind da 6 Stück drin. Ansonsten, wie gehabt, hier oben die normalen Köpfe in Transclear, links, rechts. Eine dunkelgraue Fliese verdreht und hier oben ist dieser schwarze, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Pyramidenstein drauf. Ja, so viel zu der Lampe. Die ziehen sich übrigens auch durch den, wie ihr wisst, durch den ganzen Zoo. Ja, ich denke, jetzt schauen wir doch einfach mal rein. Ach so. Hier vorne habe ich natürlich noch ein schönes Dynor-Schild, wo man hier ist natürlich auch aus dem Dynor ist beklebt, wo man sehen kann, was es da drin so Schönes geben soll. So, schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Da gibt es auch noch ein paar schöne Sachen zu decken. Das Dach von unten, hier habe ich 2 Lampen verbaut, eingebaut, die auch nicht weiter große auf Schwierigkeiten und Besonderheiten sind. Grundfassung in Weiß mit einer zulaufenden 1x1er Round Brick und dann 4 solche Lampen dran gebaut. Abschluss Weiß in 1x1er Round Brick, Transclear jeweils und 1x1er schwarzer Modified zum Halten, zum Dranklicksen. Davon habe ich 2 Stück, wie ihr sehen könnt. Oder gesehen habt und die kleben schön unterm Dach. So, was haben wir hier drin? Hier drin haben wir zum einen nochmal einen Bereich, ich drehe es mal so rum, zum Sitzen in Weiß. Der Boden ist bläulich-grau, wechselt sich ab mit Fliesen und zwar diese Jumperplates in 2x2er Größe. Ja, und wie ihr sehen könnt, wiederholt sich das auch, das Blau zu, der Blauton zumindest in den Sitzen drin. Als Armlehne habe ich das genutzt. Ja, sieht ganz gut aus. Was mir nicht ganz so gefällt, sind die Stühle an sich selber, die Abschlüsse. Also ich hätte gern mehr von diesen abgerundeten Steinen hier oben gehabt. Die hatte ich leider nicht, deswegen habe ich hier erstmal so flache genommen und mit einer 1x4er weißen Fliese abgeschlossen. Ich denke, das werde ich mal im Laufe der Zeit nochmal austauschen. Jetzt kurz, warum das hinten hat den Vorteil jetzt, dass es blau ist. Man kann die Wand hier hinten wunderbar abnehmen. Und dann hat man hier einen wunderschönen Blick ins Innere des Diners.
Das ist der Blauton. Wie ihr sehen könnt, sind hier hinten tannfarbene 1x1 Bricks mit Noppen, mit einer Noppe verbaut. Leider hatte ich die nicht in Blau, deswegen musste ich die in Grau nehmen. Sieht man aber, glaube ich, hinterher nicht mehr. Und im Diner selber sieht man es wenig. Da habe ich hier wunderbare Bilder dran gemacht und Hinweis auf Eisverkauf und aus dem Diner. Es ist ein reines Sandwich-Diner. Sieht jetzt hier natürlich ein bisschen anders aus, weil es mehr nach Hamburger ist, aber ich hatte gerade nichts anderes, deswegen habe ich das erstmal genommen. Vielleicht bestimmt im Laufe der Zeit wird mir da was über den Weg laufen und entsprechend austauschen. So, dann das Diner bzw. Sandwich. Habe ich verschiedenartig gebaut. Grundform ist die 1x2er Plate in Tang. Darauf sind hier bei dem Beispiel jetzt eine 1x1er in Grün und Rot für Salat und Tomate und abgeschlossen entweder mit einer 1x2er Tannenfliese oder hier gibt es auch die Version mit dem 1x1er Halbrund Brick. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Ah, krieg man kann. Und zwar diese hier. Ja, ich habe hier auch als Salatblatt mal so ein Pflanzenblatt benutzt. Eine 1x2er in Gelb als Käse. Und irgendwo ist hier auch noch eins drin, was ein bisschen höher ist. Wo? Hier. Das kann ich gleich zeigen noch. Geschwind. Wie ihr sehen könnt, ist hier noch eine 1x2er in Reddish Brown drin. Ich hoffe, man sieht es so einigermaßen. Ja, das soll ein bisschen Fleisch darstellen. Ein Sandwich mit Fleisch. Kennt ihr ja sicher, weil es gibt ja diverse Sandwich-Läden, wo es diverse Auswahlmöglichkeiten gibt. Dann habe ich mir hier drin gebaut eine Kaffeemaschine, Eigenbau, wie ihr sehen könnt. Ist auch aus in Grau gehalten. Meistens mit Bricks und Plates. Ja, alles in 1x2er Größe. Dann hier oben für die Kaffeepulverlöffel, wie es bei zum Beispiel Segafredo oder so, sehen ja meist so aus. Da werden dann hier oben in den Löffeln der Kaffeepulver reingetan und dann aufgebrüht. Ja, mit zwei Tassen drunter. Meine kleine Kaffeemaschine, die wird gehalten von hier so einem umgedrehten Arches, steht die drauf, und 2x2er in Tann, damit es reinpasst. Da steht die hier wunderbar so drauf. Dann habe ich mir noch selbst gebaut, wollte ich euch zeigen, eine Softdrink-Anlage. Und zwar habe ich mich da an die alten Kneipenzapfanlagen orientiert. Ihr wisst ja, heutzutage drückt man nur noch auf den Knopf und das war's. Und ich habe mich mal ein bisschen daran orientiert, wie es früher in den Kneipen war, wo man diese Hebel zu sich ranziehen musste und dann lief unten hier quasi angedeutet mit diesem grauen Löffeln das Getränk rein. Was mir da jetzt noch ein bisschen fehlt, sind so von Lego so ein bisschen so diese Glasbecher oder Gläser etc., die es da gibt, die habe ich leider nicht vorrätig oder gerade nicht da zum drunterstellen, damit das man noch besser aussieht. Ja, habe ich für vier von denen entschieden. Da könnte man sich dann jetzt so Sachen denken wie Cola, Fanta, Sprite und normales Wasser. Wie sagt man jetzt auf der Anlage? Hier drüben ist alles zueinander gesteckt, hinten in Tann gehalten mit 1x1er Round Bricks, davon zwei Stück und dann die normalen Bricks mit Noppen dran. Hier oben habe ich diesen 1x1er Tann Zierstein benutzt, damit es noch ein bisschen was nach was aussieht. Und hier wechseln sich dann quasi ab. Der Round Brick
Round Plate ist das vielmehr, in Tan, dann der graue Löffel und ein schwarzer Löffel und das wiederholt sich dann viermal im Ganzen. Und das gibt dann eine wunderbare Zapfanlage. Hier angedeutet so ein paar Schränke, wo normalerweise ja die Fässer drunter stehen, aber dafür ist es ein bisschen zu klein geraten, ehrlicherweise. Wenn es aber größer gewesen wäre, hätte es zu bullig ausgesehen. Deshalb habe ich mich dafür die Größe entschieden. Ja, gehalten hier mit einer 1x2er rotbraunen Jumper Plate und einfach hier so einen weißen Round Plate dran. Kann ich dahinter zeigen. Dahinter sind diese 1x4er in Grau. Bricks, wo vorne noch vier Noppen hat. Also es ist der 1x4er Grau Brick mit den vier Noppen da vorne dran. So, dann habe ich natürlich oben drauf, damit wie bei einer Kneipe früher üblich, das Überschüssige runterläuft. Hier so ein kleines Becken angedeutet und abgedeckt mit diesen Gitter 1x2er Plates. Und links und rechts dann zum Abschluss eine 1x2er weiße Fliese. Ja, dann machen wir hier mal wieder ein. Wie ihr auch hier schön sehen könnt, der Bereich hier für den Mitarbeiter, den Fliesenbereich, beziehungsweise den hinteren Thekenbereich, habe ich eben mit Absicht in Rot gehalten, weil das ist hier ausschließlich der Bereich des Mitarbeiters, der hinter der Theke steht. Dann haben wir hier noch eine kleine Kasse, wo der Geldschein schon drauf liegt. Und dann haben wir hier quasi noch die Sandwich-Auslage. Hier ist die Verkaufsauslage hier quasi, wo die Ware dann hingelegt wird, bezahlt wird und dann mitgenommen wird. Und hier ist quasi eine Auslage, wo hier noch eine Scheibe davor ist. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so genau sieht. Eine Transclear-Scheibe. Ja, dann haben wir hier noch so einen kleinen. Hier ist ein bisschen Eis drin. Das ist einfach hier so ein Kasten, ein bisschen umgedreht und da ist Eis drin. Ja, und dann haben wir hier angedeutet noch ein paar Dosen, um sich das hier Gewürze drauf zu machen. Warum ich da jetzt ein grünes genommen habe, statt ein rotes, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Entzieht sich mir jetzt gerade meiner Logik, ehrlicherweise. Aber das Gelbe ist auf jeden Fall Senf. Ja, muss ich wohl nochmal austauschen. Sollte eigentlich Ketchup darstellen. Dann haben wir hier im Gebäude natürlich auch, wie ihr sehen könnt, an den Wänden nochmal schöne bedruckte Fliesen unterschiedlichster Sache. Da sind zum einen so Videofliesen benutzt, die da gut reingepasst haben. Dann habe ich auch Fliesen in der Legoland-Fabrik mitgenommen. Zum einen die große hier, die gab es. Die Uhren übrigens auch. Die gefallen mir wesentlich besser als die weiß-schwarzen. Und auch die sind im Bricklink Bahnhof 91002 ebenfalls mit drin verbaut. Gefallen mir wirklich richtig gut. Kann man auch sehr gut eine Standuhr mitbauen, etc. Je nach Lust und Laune. Wie gesagt, gefällt mir wesentlich besser als die weiß-schwarzen, die es so bei Lego ursprünglich gibt. Und hier ist dann ebenfalls so eine Videofliese drin in 2x2er Größe als Bilddeko. Jo. Im Übrigen habe ich hier, um euch das zu so zeigen, die Tische hier sehen obenrum genauso aus wie im Außenbereich, aber sie haben andere Füße. Und zwar habe ich mir hier diese wunderbaren Standfüße reingebaut. Davon hatte ich gerade zufällig auch. Eigentlich sogar vier Stück, weil eigentlich ursprünglich war noch mal ein Tisch drin, aber den habe ich dann rausgenommen, um den Thekenbereich zu vergrößern. Deswegen sind jetzt hier innen drinnen nur noch drei Sitzplätze, drei Tische, statt vorher vier. Die sind dann der Verlängerung des Tresens hier zum Opfer gefallen. Ja, dann bauen wir das Ganze mal wieder zusammen. So viel zum Innenbereich. Achso, ich habe hier
Den Platz. Weiß nicht, ob man das sieht hier. Die kann man ja nicht so gut ausgestalten an den halbrunden Fenstern oder viertelrunden Fenstern hier. Und habe hier einfach links und rechts jeweils, wie ihr sehen könnt, Pflanzen noch reingestellt. Dadurch konnte man das ein bisschen verdecken, weil man das auch nicht ganz so gut fließen konnte. Wie ihr dann wahrscheinlich hier vorne gut erkennen könnt, kommt man da ja nicht rein. Und ich wollte das nicht noch höher machen. Hätte man machen können, aber war nicht mein Ziel. So, deswegen sieht es nur so aus. Und ich finde, durch die Pflanzen ist das sehr gut verdeckt, abgedeckt. Ja, so viel mal dazu. Zu meinem kleinen, aber feinen Diner. Den baue ich mal eben schnell wieder zusammen. Halt. Mein kleiner. Wie ihr seht, die Minifix fühlen sich ja super aufgehoben. Sind schwer hier an dem Diner glücklich und rege. Nehmen rege Anteil. Sind schon eine Menge eingezogen. Mein Sohn hat auch schon Spaß damit und hat das hier und da ein bisschen bespielt. Ups, jetzt ist mein Kleiner abgefallen. So. Zum Halten des Daches übrigens habe ich hier mehrere 1x2er Plates verbaut. Unter anderem hat das jetzt hier den Vorteil, dass es hier die Rückwand mit der Seitenteile zusammenhält. Und ansonsten ist alles gefliest in Tann. Vorwiegend 1x4er und hier in der Macaroni-Form, damit die Rundung erhalten bleibt. Ja, dadurch hält das Dach super. Das ist hier, wie ihr nochmal sehen könnt, habe ich vergessen zu erwähnen wahrscheinlich. Unterbaut mit 2x8er Plates, damit das wunderbar hält. Jetzt fällt hier oben meine Fliese dauernd ab, warum auch immer. Ja, und dadurch hält das Dach super, weil ich hatte ursprünglich, muss ich auch noch erzählen, ursprünglich mal hier noch eine Querstrebe drin mit einem Pfosten runter und dann kann man aber nicht mehr vernünftig ans Diner ran, das habe ich ausgebaut. Und ja, man muss halt ab und zu auch mal ein bisschen experimentieren. Wie ihr seht, funktioniert's. Und das Dach hält einwandfrei. Im Normalfall fällt da nichts runter, wenn ich gerade meine Werbediner hier oben abfällt. So, wieder dran gebaut. Ja, so wie zu meinem wunderbaren Diner. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt gerne oder sehr gerne, dürft sehr gerne Kommentare da lassen, wie es euch gefällt. Was ihr vielleicht auch anders machen würdet oder ja, wie es einfach fällt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt mir gewogen. Abonniert sehr gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und bleibt gesund und baut was Schönes. Bis dann, euer Klemmbaustein-Spaß.